Herzlich willkommen bei Österreich Blick. Bei uns sehen Sie das Beste aus allen Bundesländern. Wir zeigen Ihnen die schönsten Gegenden, die spannendsten Events, die wichtigsten Menschen sowie viele, viele actionreiche Bilder. Und das sind unsere Themen heute. Zufall lüftet nackte Tatsachen, wie ein Tiroler Historiker auf einen Schatz erotischer Fotografien stößt. Traummaße und blutjung, Wiener Nachwuchsmodels in den Fußstapfen von Cindy Crawford. Und Sport abseits der Fußball-WM. 600 Teilnehmer fordern sich beim Firmentriathlon in Salzburg heraus. Ja, und hoch hinaus geht's gleich zu Beginn bei uns. Wir besteigen mit Ihnen jetzt die Drachenwand am Mondsee. Dieser Klettersteig ist bei Bergsportlern äußerst beliebt und dennoch wird er oft unterschätzt. Ja, Klettern ist und bleibt eben gefährlich, trotz Sicherheit und guter Ausrüstung. Der Drachenwand-Klettersteig in St. Lorenz beim Mondsee. 560 Klettermeter geht es den steilen Südostgrat der imposanten Wand hinauf, manchmal senkrecht. Und gut gesichert, mindestens einer der zwei Karabiner des Klettersteigsets hängt ständig am dicken Stahlseil. Dieser Klettersteig ist einer der beliebtesten im Land. Vor allem an Wochenenden pilgern hunderte Kletterer zu dem Felsen. Dann sieht die Menschenschlange entlang des Stahlseils aus wie eine Ameisenstraße. Auch wir machen uns auf den Weg hinauf auf die 1060 Meter hohe Drachenwand, gemeinsam mit dem Initiator des Klettersteigs, dem Bergführer Hans Gassner. Ja, es ist ein gewisser Kick. Es ist so ein Zwischending zwischen Wandern und Klettern. Viele Leute trauen sich nicht über das Felsklettern drüber. Und das ist eine Alternative. Man ist doch sehr exponiert in der Wand und man macht sportlich sehr viel und ist einfach immer gut gesichert auf dem Stahlseil. Und es ist auch momentan ein gewaltiger Trend in die Richtung Klettersteig. Und die Klettersteige schießen außer wie die Schwammerl sozusagen. Eine gute Ausrüstung ist die Grundvoraussetzung für einen Klettersteig. Klettersteigset, Klettergurt, Helm, Handschuhe, Erste-Hilfe-Paket, ein Handy und Wasser. Das alles gut verstaut in einem Rucksack. Trotz guter Ausrüstung sind Klettersteige nicht ungefährlich. Es bleibt ein Restrisiko. Immer wieder muss die Bergrettung ausrücken, vor allem weil sich viele Sportler überschätzen. Erstens einmal kann man nicht einfach so wie bei manchen anderen Sportarten sagen, wenn ich nicht mehr will, jetzt höre ich auf, sondern dann bin ich mitten in der Wand und dann kann ich nicht einfach aufhören. Und das Zweite ist, dass man einfach an die Leute appellieren soll, dass sie sich überlegen sollen, wann sie in die Wand gingen, was das heißt, dass man auch dementsprechend eine Planung macht, dass man weiß, wie viele Höhenmeter sind das, welcher Schwierigkeitsgrad ist das Ganze, wie lange dauert das. Ein Risiko, das fast nicht zu vermeiden ist, ist Steinschlag. Faustgroße Steine lösen sich aus dem Fels und stürzen nach unten. Die Erhalter des Klettersteigs versuchen, das Risiko zu minimieren. Sie räumen regelmäßig lose Steine aus dem Weg und sie kontrollieren die Stahlseile und Verankerungen. Das kostet mehrere tausend Euro pro Jahr, hauptsächlich Spendengeld. Den Eintritt können die Erhalter nicht verlangen, wegen der Haftung. Die Spendenbereitschaft der Kletterer lässt allerdings zu wünschen übrig. Es wird heute bei jeder Sportart wird sehr viel Geld ausgegeben, sei es jetzt beim Hochseilgarten oder bei anderen Sportarten. Und es bürgert sich ein, dass der Klettersteig selbstverständlich gratis ist. Es wird immer in Verbindung gebracht. Es sind die alpinen Vereine sind verantwortlich. Es ist immer jemand anderer verantwortlich. Aber de facto ist es so, dass sie diesen Steig selber tragt und wir auch von den alpinen Vereinen da keine Zuwendung haben. Würde jeder Kletterer nur ein paar wenige Euro spenden, dann wäre genügend Geld für eine professionelle Wartung in der Kasse. Und ein gepflegter Klettersteig ist doch ganz im Sinne der Sicherheit der Bergsportler. Ja, so prachtvolle Klettersteige wie die Drachenwand wird man im Burgenland vergeblich suchen. Das macht aber gar nichts, denn in der pannonischen Tiefebene hegt und pflegt man dafür die Liebe zu den Reben. 150 Winzer aus dem Burgenland kamen in die Wiener Hofburg zur Vivinum. Das ist Österreichs größte Weinmesse. Und dort präsentierten sie ihre Weine. Ja, und allemal hat sich gezeigt, Wein aus Österreich ist ein absoluter Exportschlager. Die Wiener Hofburg, Schauplatz für einen Wettkampf der besonderen Art. Die Elite der heimischen Weinmacher tritt an, um zum 9. Mal ihre edelsten Tropfen auf internationaler Ebene miteinander zu vergleichen. Der Festsaal der Hofburg ist dabei fest in burgenländischer Hand.
Es sind 144 Betriebe mit dabei und da braucht man natürlich den größten Saal mit so einer großen Anzahl. Hat aber auch seine Gründe. Unsere Betriebe sind gut aufgestellt, sowohl national als auch international, exportieren sehr, sehr viel. Und ich glaube, genau das ist der Grund, warum die Betriebe hier dabei sein wollen, sich präsentieren, zeigen, was sie wirklich können. Mit gutem Recht, denn die Exportzahlen können sich sehen lassen. Im letzten Jahr lagen die Umsätze bei 137 Millionen Euro. Österreichischer Qualitätswein ist in den letzten 20 Jahren zum regelrechten Exportschlager geworden. Weil die Weine erstens einmal wirklich sehr gut sind, weil es einfach unverfälschte Weine sind. Es sind typisch österreichische Weine. Wir selber haben in China sehr viel Geschäft derzeit. Nur deswegen, weil die Weine nicht stylistisch gemacht sind. Das sind keine Modeweine, sondern das sind Weine, die hier wachsen, die so schmecken. Und das lieben teilweise diese ganzen neuen Länder oder auch im Export. Die Leute lieben das, weil sie einfach Weine trinken. Der schmeckt dann wie ein chilenischer, sondern wir machen hier Weine einfach, die wirklich so schmecken, wie sie hier wachsen. Der Anteil an Flaschenweinexporten liegt inzwischen bei 94%, Tendenz weiter steigend. Neue Märkte sind dabei besonders interessant für heimische Winzer, Rumänien zum Beispiel. Umgekehrt funktioniert der Weinmarkt ähnlich gut. Weine aus Italien, Portugal, Frankreich, Argentinien oder Chile gehören bei den Österreichern genauso zum guten Ton. Die Vivinum 2014, daher auch beliebte Kontaktschmiede. Wenn man die Besucher hernimmt, es sind 15.000 Leute, die erwartet werden über diese drei Tage. 900 internationale Gäste kommen über das Weinmarketing hier herein. Österreich-Anteil natürlich auch sehr hoch, weil auch hier viele das Sortiment erweitern wollen, Neuigkeiten erkosten wollen, aber auch Kontakte erneuern. Und das ist auch ein wichtiger Punkt bei dieser Messe und deswegen Kooperationen absolut erwünscht. Auch wenn sich Österreichs Winzer in der Hofburg als geschlossene Einheit präsentieren, der gleichbleibende Konsum auf dem heimischen Markt erhöht den Konkurrenzdruck. Das ist auch der Grund dafür, dass die Bedeutung des Weinexports weiterhin zunimmt. Der Tiroler Martin Reiter wird nach seinem bekannten Fund sich wahrscheinlich auch gleich ein Glaserl eingeschenkt haben. Der Historiker hat bei seiner Suche nach historischen Landschaftsaufnahmen zufällig gleich eine ganze Sammlung Aktfotos entdeckt. Ja, da ist weiter nichts dabei, werden Sie sagen. Das stimmt auch. Doch diese bekannten Aufnahmen sind wahre Zeitdokumente. Sie reichen nämlich zurück bis zum Beginn der Fotografie ins Jahr 1845. Ja, und für die damalige Zeit waren Aktfotos eine sehr mutige Angelegenheit. Nackte Körper regeln sich rings um das Stoffelhäusl in St. Gertraudi. Nein, das charmante Häuschen ist nicht zum Etablissement geworden. Hier heizen lediglich erotische Fotografien den Besuchern ein. Die freizügigen Abbildungen stammen aus der Zeit vom Beginn der Fotografie und reichen zurück bis 1845. Ein historisch wie auch optisch wertvoller Fund, den Heimatkundler Martin Reiter hier wie so oft durch reinen Zufall gemacht hat. Es ist schon einige Jahre her, da war ich auf der Euroantik in Innsbruck und habe also eigentlich alte Landschaftsaufnahmen und so gesucht, alte Postkarten und habe dann ein ganzes Konvolut, eine ganze Bananenschachtel verkauft. Und da ist nachher unter anderem also ein ganzer Sturz gewesen mit solchen alten Aktfotografien. Und die sind jetzt ja fast 10 Jahre in der Schublade bei mir zu Hause gelegen und ich habe mir gedacht, was tut man mit denen? Auf der anderen Seite ist es natürlich gefährlich, weil man natürlich da gleich in irgendeine Ecke gedrängt wird. Auf der anderen Seite haben viele Leute gesagt, das ist Kunst, weil damals natürlich vor über 150 Jahren sowas machen, war ja nicht einfach. Und diese Fotografien früher sind ja anstelle von Modellen eigentlich für Maler gemacht worden und natürlich auch unter dem Ladentisch gehandelt worden. Ja, und jetzt haben wir diese Ausstellung und da kann man mal die anschauen. So viel Sinnlichkeit an einem Abend betört auch die Besucher. Ja, ich finde sie hochinteressant und vor allem ist es ein absoluter Genuss, so schöne Frauenkörper zu sehen ohne Silikonbrüste. Das war der erste Gedanke, was mir eingefallen ist. Ist wirklich wunderschön. So zu sehen, wie das früher mal war, wo die Frauen noch richtig geholfen gehabt haben. Es ist nicht zu vergleichen, wie es jetzt in dieser Zeit ist. Man kann sich auch nicht vorstellen, wie früher das war, sich nackt zu fotografieren lassen. Das ist ungefähr vergleichbar mit denen, wenn ich halt mit 200 km/h durch ein Ortsgebiet düse, dann bin ich der gleiche Schlingel, wie damals war, wo ich ein Aktfoto machen lassen habe. Das ist ungefähr das Gleiche.
sehen dazu, dass meistens also die Bilder anonym sind, weil natürlich die Fotografen damals ihren Namen nicht hergegeben haben, weil da ja die Zensur und alles Mögliche war. Es sind aber auch einige, wie zum Beispiel der KK-Fotograf Löwy aus Wien oder der Schmidt Kunstverlag, der war um 1900 und die haben damals schon richtige Serien herausgegeben und die sind damals auch verkauft worden. Und das war ja in der Kunstgeschichte immer also die Erotik dabei und das hat halt einen besonderen Reiz. Und wenn man gerade an den letzten Liveball denken, Garten der Lüste ist auch nichts anderes. Ob man es nun prickelnd findet oder unsittlich, diese jahrhundertealten Fotografien sind ein wichtiger Teil der Kunstgeschichte. Das ist und bleibt eine nackte Tatsache. Wir bleiben bei nackten Tatsachen und blicken weiter nach Salzburg. Jede Menge nackter Oberkörper sehen Sie jetzt gleich bei der dritten Ausgabe des Salzburger Firmentriathlons am Gelände der Salzseen in Liefering. 600 Teilnehmer, Männer wie Frauen, haben dort den Teamgeist innerhalb ihres Unternehmens gestärkt und sind zur Höchstform aufgelaufen. Sie wissen, was Triathlon bedeutet. 200 Meter schwimmen, 3,6 Kilometer laufen und 9 Kilometer Radfahren. Der Salzburger Firmentriathlon hat sich bereits im dritten Jahr seines Bestehens einen Fixpunkt im Sportkalender erobert. Die Wetterbedingungen an diesem Freitagnachmittag waren nahezu perfekt. Organisationschef Sepp Gruber, selbst erfolgreicher Triathlet, ist immer wieder motiviert, solche Veranstaltungen zu organisieren. Ja, die Hauptmotivation ist einerseits mal Leute für den Triathlonsport begeistern. Das ist mir schon eine Herzensangelegenheit, dass man einfach die Schönheit des Triathlonsports mit seinen drei Disziplinen einfach einem breiteren Publikum präsentiert. Und das Zweite ist der Teamgeist im Betrieb selbst. Also wenn man einfach weiß, man schafft nur gemeinsam diesen Bewerb, jeder muss seinen Teil erfüllen und einfach wie das dann zusammenschweißt, das sind dann schon sehr lohnende Bilder, die man dann beim Zieleinlauf erlebt. Auch Vertreter von der Arbeiterkammer und der Wirtschaftskammer waren am Start und belegten mit ihren Teams gute Platzierungen. Wir unterstützen sie von der Wirtschaftskammer aus. Ja. Die Wirtschaftskammer ist also im Betriebssport schon sehr, sehr lange, viele Jahrzehnte tätig. Alle Sportarten werden unterstützt und wir freuen uns über jede neue Aktivität, die dazu beiträgt, dass unsere Mitarbeiter gesund motiviert bleiben. So manche Teams nahmen es mit der Vorbereitung nicht ganz so ernst. Motiviert bis in die Haarspitzen waren ja doch alle Teilnehmer. Gar keine. Aber ich probiere es. Bin motiviert. Das ist meine Vorbereitung. Ich bin gespannt, was passiert. Und ja, schauen wir mal. Wir pushen uns alle gegenseitig, das passt schon. Und einfach schauen, Beste geben. Bis zum Schluss kämpfen und fertig. Gestartet wurde in zwei Blöcken. Die Sportler mussten zuerst 200 Meter schwimmen und danach 9 Kilometer mit dem Rad zurücklegen. Den Abschluss des Firmentriathlon bildete eine 4 Kilometer Laufstrecke rund um die Salzachsee. Beim Firmentriathlon geht es nicht um sportliche Höchstleistungen, sondern um die gesundheitsfördernde sportliche Aktivität im Team bzw. in der Gemeinschaft. Als prominenter Sportler am Start war heuer Snowboard-Weltcup-Sieger Andy Promelker. Es war cool, aber es war extrem zart. Das ist da hinten im Wald drinnen, auch ziemlich enge Passagen sind dabei, gefährliche Passagen, da muss man schon wirklich aufpassen, weil in erster Linie sollte doch jeder gesund ins Ziel kommen, aber wie gesagt, es war eine richtige Challenge und hat mir voll taugt. Die Stimmung bei der Siegerehrung war wie jedes Jahr sensationell. Der gemeinsame sportliche Tag wurde mit einem tollen Feuerwerk im Rahmen der Salzburger Duld abgeschlossen. Nach einer kurzen Pause sind wir gleich wieder zurück und stellen Ihnen den Topmodel-Nachwuchs vor. Bleiben Sie dran. Die unglaubliche Pearl nimmt 3-Zahl-1-Aktion. Erste Brille kaufen, zweite Brille gratis und die dritte Brille zum Verschenken. Ja, und zusätzlich gibt's das Jubiläumsgutscheinheft. Pearl, 15 Jahre, das Beste sehen. Die ÖBB. Bus und Bahn. Wir bekennen uns zu unserer Mutter Erde und zu ihrem Wasser, unserem Lebenselement. Der Strom für die Bahn, er kommt zu 90% aus Wasserkraft, fast die Hälfte aus unseren 8 eigenen Kraftwerken. Jedes Jahr mehr Fahrgäste, trotzdem weniger CO2. Mit der Bahn sind Sie 12-mal klimafreundlicher unterwegs als mit dem Auto. Beginnen Sie noch heute mit uns auf unsere Erde zu achten. ÖBB.
Willkommen zurück bei Österreich Blick. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Und wir werfen jetzt gleich einen Blick in die Bundeshauptstadt. Letzte Woche hat im Wiener Novomatic Forum das Finale des Elite Model Look Austria stattgefunden. Laura und Serge, zwei junge Wiener, konnten sich gegen die Konkurrenz durchsetzen und werden demnächst beim Weltfinale in China antreten. Ja, da halten wir ganz fest die Daumen, denn immerhin Topmodels wie Giselle Bündchen oder Cindy Crawford haben auch einmal dort angefangen. Was macht einen schönen Menschen zum Model? Was trennt sozusagen die Spreu vom Weizen? Sind es die Maße? Ist es die Ausstrahlung? Oder muss man einfach nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein? Wir sind beim Finale des Elite Model Look Austria 2014, einer der bekanntesten und erfolgreichsten Model Contests. Wir suchen halt jemanden, wo wir glauben, dass sie in den nächsten Jahren international top arbeiten können. Du musst halt ein internationales Model, den Designer, den Kunden, die Agenturen, den Fotografen, den Make-up-Artisten befriedigen. Du musst halt ein Gesamtpaket sein. Ich glaube, dass man heutzutage, je nachdem, wo man das Model dann einsetzen möchte, jemanden haben will, der nicht auf den Mund gefallen ist und schlagfertig ist. Und ja, da zählt halt die Persönlichkeit. Viele Mädels gehen ganz bisschen schüchtern, sind sie. Andere, sie haben die Schultern hinten, haben die Brust rausgestreckt und sind viel selbstbewusster. Also man sieht schon ein bisschen an so Kleinigkeiten. Aus 152 Teilnehmern in ganz Österreich haben sich je 10 Burschen und Mädchen für das heutige Finale qualifiziert. Ich glaube, das Wichtigste ist bei den Models, dass sie international verbucht werden und dass sie international verbucht werden können. Das heißt also, es ist wichtig, dass es ein Gesicht ist oder eine Person, die den europäischen Markt anspricht. Wenn man noch weiter rausgehen will aus Europa, natürlich den amerikanischen Markt auch. Und das ist das Wichtigste. Ein Model ist eine, ich sage mal, eine indirekte Verkäuferin. Ja? Das heißt, ein Model muss so viele Menschen ansprechen, dass man denkt, ich will das auch. Nicht nur auch ein Model sein, sondern ich will das tragen, was das Model trägt. Ich will von mir aus eine Handyfirma. Ja? Wenn das Model mit dem Handy so dasteht, dann muss man sich denken, okay, ich will dasselbe Handy haben. Aber auch Verkäufer haben es nicht einfach. Die Modelkarriere ist nämlich alles andere als ein einfacher Job. Ja, also was mir heute so erst richtig bewusst geworden ist, ist, dass wenn du vom Laufsteg runterkommst, sofort neues Outfit an. Und das muss alles zack, zack gehen und dann arbeiten die neben dir an den Haaren und noch nachschminken und das. Also es ist ziemlich stressig hinter der Bühne. Nach ein paar Läufen werden Serge und Laura als Sieger gekürt. Auf sie wartet im Herbst das Elite Model Look Weltfinale in China. Und wer es dort schafft, hat seinen internationalen Durchbruch in der Tasche. Ja, toll, auf jeden Fall. Ja, ebenfalls, ich kann es nicht glauben gerade. Ich bin so aufgeregt, es hat so viel Spaß gemacht. Ob sie die passende Persönlichkeit haben, werden sie noch früh genug herausfinden. Heute wird mal ein großer Erfolg gefeiert. Grund genug gibt es jedenfalls. Schließlich hat dieser Contest Namen wie Cindy Crawford oder Giselle Bündchen hervorgebracht. Wir kommen jetzt zu einer Sternstunde des Musiksommers und werfen einen Blick nach Niederösterreich. Die britische Rockerin Bonnie Tyler lud zum Open Air nach Purkersdorf und begeisterte dort tausende Fans. Die Purkersdorfer sind ja sehr stolz auf ihr Open Air, das schon seit Jahren. Und wenn Bonnie Tyler kommt, gleich noch mehr. Es ist schon Tradition, 9 Jahre, und wir werden es auch nächstes Jahr fortsetzen. Jedes Jahr 2 große Konzerte, heuer Bonnie Tyler. Natürlich eine Musik aus meinen Jugendjahren, aber sie ist nach wie vor ein großer Weltstar. Sie ist eine tolle Frau und sie wird heute einen tollen Abend absolvieren. Niki,
heute wieder großer Abend hier am Hauptplatz in Burgersdorf. Ja. Internationale Musikgröße spielt auf. Wie kommst du zu Bonnie Tyler? Also erstens einmal muss ich sagen, dass ich mich unfassbar freue, dass sie tatsächlich da ist. Also es ist ein großer Unterschied, wenn man eine E-Mail bekommt, dass das Konzert bestätigt ist und dann den Moment, wo man sie am Flughafen abholt und sie tatsächlich vor einem steht. Und das war also gestern der Fall. Sie ist ein unglaublich netter Mensch und ich muss sagen, ich freue mich wahnsinnig, dass sie jetzt da ist und dass das Konzert stattfindet. Und ja, große, große Ehre und sicher in den vielen Jahren, wo ich jetzt schon veranstalte, sicher eine der ganz großen Sternstunden. Also Bonnie Tyler ist schon richtig Weltstar. Ich mag die Musik total gerne, muss ich gestehen. Und das ist halt Musik, da kann man mitsingen, man kennt man die Texte, ist lässig. Sie sind ja der Hauptsponsor, ergo dessen. Macht es Ihnen auch selber Spaß? Ja, es macht irrsinnigen Spaß, hier mitzuhelfen, dass wir hier Weltstars an die Bühne bekommen. Gratis Eintritt, zweimal im Jahr, ein herrlicher Session. Also wir sind begeistert davon, Organisation ist super. Ich denke, Bonnie Tyler ist natürlich international bekannt, aber ich glaube, auch Burgersdorf hat Zugkraft. Man kommt gerne nach Burgersdorf, der Hauptplatz ist gefüllt bis hinunter zum Bahndamm schon. Ja, mittlerweile haben ja diese Open-Air-Konzerte schon lange Tradition, lange Jahre. Das heißt, es ist ja immer wieder ein Erlebnis, hierher zu kommen. Ja, ich denke, Burgersdorf hat ein schönes Ambiente. Seit mehr als 10 Jahren finden diese Konzerte statt. Es hat sich herumgesprochen, Burgersdorf hat einen Platz in der Eventkultur bekommen. Oh, yeah. Wie man zu dieser Stimme kommt, ich glaube, das werde ich auch nie verstehen. In Niederösterreich wird fleißig gesungen, in Klagenfurt brav gelesen. Klagenfurt wird dieser Tage wieder zum großen Leseplatz. Zitate bekannter Schriftsteller, Liegestühle mit Ingeborg-Bachmann-Sprüchen, Literaturevents und vieles mehr prägen das Stadtbild. Das Bundesland gibt jährlich 60.000 Euro für Literaturpreise aus. Jetzt ist auch ein neuer dazugekommen. Zum ersten Mal vergab die Landeshauptstadt Klagenfurt den neu ins Leben gerufenen Humbert Fink Literaturpreis im Robert Musil Literaturmuseum. Ja, zum ersten freue ich mich riesig, dass es gelungen ist, mit der Kulturabteilung diesen Preis zu installieren. Es ist mir als Kulturreferent ganz besonders wichtig, dass eben die Kärntner Literatinnen und Literaten auch die Möglichkeit haben, eine Auszeichnung. Das ist eine besondere Wertschätzung. Und die Wahl ist deshalb auf ihn gefallen, weil er ein erfolgreicher Kärntner Schriftsteller ist. Die beiden Juroren, der Büchner-Preisträger Josef Winkler und die Bachmann-Preisträgerin Maja Haderlapp. Antonio Fion ist als Schriftsteller schon sehr, sehr viele Jahre sehr präsent, hat, wie Josef Winkler schon gesagt hat, 16 Bücher publiziert, ist einer der vielfältigsten und auch interessantesten Autoren, österreichischen Autoren, der aus Kärnten stammt. Und es ist irgendwann einmal ist es Zeit, dass er auch einen Preis für sein literarisches Schaffen bekommt. Antonio Fian ist der erste aus Kärnten stammende Schriftsteller, dem dieser Literaturpreis verliehen wird. Mich freut natürlich besonders, dass es ein Preis ist, der aus Kärnten kommt, aus Stadt Klagenfurt kommt. Also Kärnten hat viele, viele tolle Autoren und Autorinnen beigesteuert in den letzten Jahrzehnten der österreichischen, was heißt der deutschsprachigen Literatur. Jetzt gibt es auch einen Preis für Autoren, die aus Kärnten stammen. Ich finde das sehr begrüßenswert. Jeder gestiftete Preis sei eine Errungenschaft, so die Kärntner Schriftstellerin Isabella Straub. Weil Kärnten ist jetzt nicht dafür bekannt, sozusagen das ganze Jahr über Literaturhauptstadt zu sein, noch nicht. Also ich hoffe, dass dieser Preis ein weiterer Meilenstein ist, dass man auch international die Stadt jetzt nicht nur während des Bachmann-Preises wahrnimmt, als Literaturstadt, sondern vielleicht auch unterm Jahr. Und was ich positiv bemerke, ist, dass sich diese eine Woche, in der sich sozusagen wirklich die Branche hier trifft, beginnt auszudehnen, nach vorne und nach hinten. Das heißt, dass sich da auch was tut literarisch. Der Humbert Fink Literaturpreis richtet sich an Autoren und Autorinnen, die in deutscher und oder slowenischer Sprache publizieren. Jetzt geht's auf in die Steiermark.
Wie jedes Jahr im Sommer verbringen ca. 50 Junghengste und ebenso viele Jungstuten des Lipizzaner Gestüts Piber ihre Sommermonate auf der schönen grünen Alm. Ja, dort können sie ihre Gelenke und Sehnen trainieren und eine Zeit lang in fast vollkommener Freiheit leben. Die jungen Wilden kann man auch besuchen. Wenn Sie das interessiert, dann schauen Sie sich das jetzt an. Schwarz und fast ein wenig tollpatschig sind sie am Anfang. Weiß und edel, wenn sie erwachsen sind. Die Rede ist von den berühmten Lipizzanern. Wer kennt sie nicht? Und für wen ist es nicht ein Erlebnis, die weltbekannten Pferde hautnah zu erleben? Ein Besuch im Bundesgestüt Biber bietet einem dazu die Möglichkeit. Wir bieten täglich das ganze Jahr über Führungen an bei uns im Gestüt und zwar immer vormittags um 10 Uhr und um 11 Uhr und nachmittags zwischen 13 und 16 Uhr zu jeder vollen Stunde. Wir haben natürlich auch ein ganz tolles Programm für die ganze Familie hier. Wir haben den Kindererlebnisweg heuer wieder neu saniert. Das sind 13 Stationen rund ums Gestüt, wo man alles über den kleinen Neapolitano Sesanna erfahren kann. Wir haben einen Praxisbereich, wo sich jeder dann auch als Kutschenfahrer beweisen kann am Kutschenfahrsimulator. Es gibt eine Fühlbox, wo man Gegenstände rund um das Pferd ertasten kann. Man kann das Striegeln und Satteln eines Pferdes ausprobieren. Also ich glaube, wir bieten genug, um einen tollen Tag bei uns zu verbringen. Ein besonderes Highlight der Führungen ist natürlich immer der Besuch bei den Stuten und ihren Fohlen. Wer die Lipizzaner einmal in freier Wildbahn erleben möchte, der hat übrigens auch in diesem Jahr wieder Gelegenheit dazu, sie auf der Stubalpe zu besuchen. Bei den Junghengsten ist dann täglich ein Besuch möglich. Absprache hier bei uns anrufen, kurz bestätigen. Dann geht es rauf um 16 Uhr mit dem Picknickkorb und ab 17 Uhr dann gibt es eine geschulte Almführung, wirklich geschulte von diesen beiden Mitarbeitern, die dann rund um die Uhr bei den Pferden den Sommer verbringen. Im Bundesgestüt Biber können Kinder gegen Voranmeldung übrigens ab sofort auch ihren Geburtstag feiern. Ob man die Lipizzaner nun aber lieber in freier Wildbahn oder doch eher im eleganten Gestützambiente erlebt oder einfach beide Gelegenheiten nutzt, bleibt jedem selbst überlassen. Ein Erlebnis ist es in jedem Fall. Und jetzt zu den Brettern, die die Welt bedeuten und damit nach Vorarlberg. In der Gegend rund um den Bodensee haben sich theaterbegeisterte Jugendliche zusammengetan und gleich ein eigenes Festival auf die Beine gestellt. Dabei konnten sich die Jugendlichen vernetzen, voneinander lernen und den Profis über die Schulter schauen. Ja, ein grenzüberschreitendes Projekt, bei dem alle Beteiligten sichtlich Spaß hatten. Bregenz war grenzenloses Jugendtheater. Mit dem Boje-Festival für Jugendtheaterclubs wurde ein einzigartiges Projekt ins Leben gerufen. Vom 19. bis zum 22. Juni trafen sich theaterbegeisterte Jugendliche aus der Bodenseeregion in der Landeshauptstadt, um sich auszutauschen und ihr Können unter Beweis zu stellen. Die Veranstaltung war schon vom Hintergrund her etwas ganz Besonderes. Die Idee entstand unabhängig voneinander von zwei Jugendclubs aus Friedrichshafen und Vorarlberg. Die Internationale Bodenseekonferenz, kurz IBK, förderte mit dem Ideenwettbewerb für Jugendbegegnung das Projekt Boje und somit stand einer Umsetzung nichts mehr im Wege. Zahlreiche Besucher und Ehrengäste ließen es sich nicht nehmen, an dem denkwürdigen Projekt teilzunehmen. Im Anschluss an die Eröffnungsfeier führte der Jugendtheaterclub 16 Plus das erste Stück des Festivals auf, Der Sturm. Und das in höchst professioneller Manier. Das bis auf den letzten Platz gefüllte Landestheater tobte. An den folgenden Tagen konnten die Jugendlichen dann über den Tag verschiedene Workshops besuchen, egal ob Tanz oder Schauspiel, vieles wurde geboten und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren sichtlich mit Spaß bei der Sache. Auch die Workshops spiegelten die Grundidee dieses Festivals gut wider. Miteinander war das Stichwort. Die Clubs aus Friedrichshafen, Liechtenstein und Vorarlberg konnten sich besser kennenlernen und gemeinsam ihrer Leidenschaft nachgehen. Da sieht man schon, dass das
schon eine sehr hohe Qualität ist, was die Jugendlichen auf die Bühne bringen. Also das ist nicht mehr vergleichbar mit dem, was wir vielleicht in unserer Jugend gesehen haben, sondern das ist schon sehr, sehr professionell. Boje, das Festival für Jugendtheaterclubs aus der Bodenseeregion, war also ein voller Erfolg. Durch das Miteinander und die Unterstützung von außen konnten die Jugendlichen ein wegweisendes Projekt auf die Beine stellen. Das war Österreichblick für heute mit den Besten aus allen Bundesländern. Ich freue mich auf Sie nächste Woche. Bis dahin, machen Sie es gut.